Der zweithöchste Fernsehturm der Tschechischen Republik hat eine neue Funktion. Er ist Teil einer riesigen Sonnenuhr geworden. Der 342 Meter hohe Sendemast in der Nähe der Stadt Bezverov im Westen des Landes ist seit 1981 in Betrieb. Die Idee dazu kam vom Himmel. Vor etwa 2 Jahren bemerkte ein Gleitschirmflieger, dass der Turm einen schönen Schatten auf die Erde wirft. Lokale und regionale Behörden unterstützten das Sonnenuhrprojekt. Aufgrund der Höhe des Sendeturms mussten Kompromisse eingegangen werden. Jetzt zeigen 3 Meter hohe römische Ziffern an einer Straße die Ortszeit von 10 bis 14 Uhr an.